Hallo zurück bei Red, live aus München mit diesen zwei Gebäuden hier. Gucken Sie mal genauer hin. Da haben wir einmal eine kleine Einzimmer-Plattenbauwohnung in Bremen. Und hier eine 13-Millionen-Luxusvilla in Dubai. In beiden hat der deutsch-türkische Unternehmer Saygın bereits gelebt. Wir haben ihn jetzt in Dubai besucht und wollten natürlich wissen, wie lebt der erfolgreiche Businessman denn eigentlich heute? Und wie bitte hat er es geschafft, bereits mit 32 Jahren Milliardär zu werden? Heute wohnt Saygın Yalçın in einer 13-Millionen-Luxusvilla in Dubai. Als Kind lebte er mit der gesamten Familie in einer Einzimmer-Plattenbauwohnung in Bremen. Als Kind habe ich gesagt, ich möchte 5000 Mark im Monat verdienen. Das habe ich geschafft. Wie er es mit Autos zu einem der erfolgreichsten Unternehmer des Nahen Ostens geschafft hat und warum der 35-Jährige seinen Reichtum trotz Milliarden auf dem Konto sofort aufgeben würde. Ich arbeite nicht hierfür, sondern für viel wichtigere Sachen, die man sich mit Geld eigentlich nicht kaufen kann. 10 Uhr morgens in Dubai. Wir sind mit Saygın in seiner brandneuen Villa verabredet, mitten in einer echten Oase. Und es ist kaum zu fassen, die Zeit vom Eingang bis zum Anwesen sind stolze 10 Fahrminuten. Saygıns Nachbar, kein geringerer als der König von Dubai. Hallo Red, mein Name ist Saygın Yalçın, willkommen in Dubai. Hier sind wir im Eingangsbereich. Du, ich kenne mich hier noch nicht sehr gut aus. Wir sind auch gerade erst eingezogen. Ich habe Hunger. Ich möchte eigentlich erst frühstücken. Soll ich euch was machen? Na, da sagen wir nicht nein. Doch von wegen Luxusmenü. Völlig unglamourös in alten Badelatschen deckt der 35-jährige Unternehmer den Tisch. Doch er, wo ist denn überhaupt alles? Wo haben wir unser Schneidebrett? Kann ich unser Spickzettel rausholen? Ha! Saygın verrät, dass er eigentlich eine Haushälterin fürs Gröbste hat. Kein Wunder bei einer Villa mit 1000 Quadratmetern. Und ja, er wohnt tatsächlich dort. Präsentiert uns stolz seine Katzen Pablo und Chapo. Alles wirkt regelrecht perfekt. Doch wenn es um seinen Reichtum geht, ist der Unternehmer fast schüchtern. Schon viel, ja, so einige, so eher. Wie waren das? So um die, so achtstellig ungefähr. Oder wie viel war das, Pablo? Willst gar nicht wissen, ne? Die Frage ums Geld ist ihm sichtlich unangenehm. Er lernt diese typisch deutsche Bescheidenheit von seinen Eltern. 1960 wandern die Yalçıns aus der Türkei nach Deutschland aus. Saygıns Oma arbeitet 25 Jahre in einer Metallfabrik. Saygın wächst in einer alten Einzimmer-Plattenbauwohnung in Bremen auf, wie er uns vor 2 Jahren in seiner Heimat erzählt. Ja, ein Drogensüchtiger, der lag dann irgendwann auch genau vor meinem Fuß, als ich die Tür aufgemacht habe. Verblutet oder am Bluten. Also ist schon eine andere Gegend, sagen wir mal so. Hat sich geändert. Genau durch solche Erlebnisse bleibt der Unternehmer so bodenständig. Bereits mit 12 verdient Saygın durchs Zeitungen verteilen sein erstes Geld. Er macht Abitur und finanziert sich mit DJ-Jobs die Business School. Als er 24 ist, reist er nur mit dem Rucksack und vielen Ideen im Kopf nach Dubai. Damals hat er noch keine Ahnung, dass das der Beginn einer Milliardenkarriere ist. Ich habe mich in ein Restaurant reingesetzt und habe dort eigentlich alle meine Meetings gehalten. Ich habe dort mein erstes Team eingestellt, dort Investoren akquiriert und auch den Businessplan geschrieben. Also wenn man kein Office hat, dann macht man sich einfach eins. Mit diesem Ehrgeiz wird er bereits mit 27 zum Millionär. Saygın erkennt den damaligen Internet-Hype Dubais, gründet und verkauft gewinnbringend einen der ersten Online-Fashion-Handel und baut daraufhin den erfolgreichsten Online-Autohandel des Nahen Ostens auf. Autos ankaufen und verkaufen in nur 30 Minuten. Und so wird er mit 32 Milliardär. Schon ein sehr schönes Gefühl. Ich kann mich noch an den ersten Wagen erinnern, den wir gekauft haben. Den habe ich auch noch mit Bargeld bezahlt. Auch hier, ich hatte auch hier mein Office in dem Lager und alle Mitarbeiter waren quasi hier. Und dann von hier aus ist das dann quasi gewachsen. Der Selfmade-Milliardär gibt Gas, fliegt mit dem Privatjet um die Welt, ist mit den Stars sogar per Du und schenkt Kendall Jenner sogar einen Rolls-Royce zum Geburtstag. Ich habe mich schon gefragt, warum du hier bist.
Es ist clevere PR für sein Unternehmen. Aktuell tourt der 35-Jährige sogar durch die Welt, erklärt seine Erfolgsgeheimnisse und motiviert angehende Start-ups. Geld ist sehr wichtig, aber ihr solltet das niemals als Ziel definieren. Sagins Schlüssel zum Erfolg? Pausen kennt er nicht. Als wir ihn vor 2 Jahren zum ersten Mal begleiten, wirkt der Unternehmer gehetzter. Arbeitet damals rund 16 Stunden pro Tag. Ein beruflicher Druck, der bei Sagin auf die Gesundheit schlägt. Was ich jetzt letztes Jahr erst verstanden habe, und das hat mir erst mein Arzt erklärt, dass ich nie schlafe. Und er meinte, das könnte halt sehr schnell dazu führen, dass man irgendwie einen Schlaganfall bekommt oder einen Herzinfarkt, weil man einfach die ganze Zeit arbeitet. Heute hat er daraus gelernt, treibt mehr Sport, nimmt 17 Kilo in 2 Jahren ab und gewinnt sogar den Men's Health Award. Vielen Dank, das weiß ich zu schätzen. In Dubai fällt auf, Sagin ist sesshafter geworden, mit Haus, Katzen und Kinderwunsch. Seine Familie hält er aus der Öffentlichkeit raus. Fotos müssen unkenntlich gemacht werden. Als seine Schwester an einer schweren Form von Epilepsie erkrankt, ist klar, all der Reichtum ist für den Milliardär nur Mittel zum Zweck. Denn was wirklich zählt, kann man mit Geld nicht kaufen. Meine Eltern, die interessiert das gar nicht so sehr. Es ist eher nur, ob ich viel gegessen habe. Das war für meine Mutter wichtig. Und ob ich geschlafen habe, das sind so Sachen, die immer noch zählen. Ich glaube nicht, ob sie mich jetzt fragt, wie viele Autos ich habe. Ich glaube, sie weiß gar nicht, wie viele Autos ich habe. Meine Mutter sagt bis heute noch, dass sie bereut, dass sie mir erlaubt hat, nach Dubai zu ziehen. Weil sie sagt einfach, was bringt alles, wenn du nicht bei mir bist. Das stimmt. Deshalb lädt er so oft es geht, seine Familie und Freunde zu sich ein. Vor 2 Jahren noch geht er mit den Kumpels eine Currywurst essen. Heute in Dubai chartert er eine fette Yacht. Für seine Buddies ein echtes Highlight. Das letzte Mal hatten wir ja ein Privatjet zur Verfügung gestellt bekommen, waren im Privatjet unterwegs. Heute mit einer Yacht ist schon auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Für Sagin ein kurzer Ausbruch aus seinem stressigen Alltag. Genieß das, weil ich einfach mal ein bisschen abschalten kann für ein paar Minuten. Aber das mache ich eigentlich so vielleicht alle paar Monate mal, maximal. Also mehr Zeit habe ich dazu gar nicht. Sagin Yalcin lebt ein Leben voller Luxus. Und genau dadurch weiß der Selfmade-Milliardär, was echter Reichtum im Leben ist.